herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, ja, werte Gäste im Imtech-Forum. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfL gegen den SSV Jahn Regensburg. Endstand 2:3. Also drücken wir willkommen die beiden Trainer, Markus Weinzierl vom SSV Jahn und unseren Cheftrainer Rainer Scharinger. Und darf damit gleich Markus Weinzierl um seine Stellungnahme bitten. Ja, wir sind natürlich heute glücklich, das ist klar. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen nicht viele Punkte geholt, beziehungsweise wir hatten dreimal hintereinander verloren. Umso erfreulicher ist natürlich heute dieser Befreiungsschlag mit dem Sieg. Die Mannschaft ist unter der Woche sehr hart kritisiert worden, hat heute die richtige Antwort gegeben, hat wieder Charakter gezeigt und das gespielt, was sie am Anfang der Saison gespielt hat, nämlich sehr diszipliniert und das Tor verteidigt und geradlinig nach vorne gespielt. Ja. Zum Spielverlauf, was soll ich sagen, wenn man einfach 3:2 gewinnt in der letzten Sekunde, dann ist das vielleicht glücklich, aber wir haben die Chance zum 3:1, wo wir 2:1 gegen den Keeper stehen, wo er abseits steht, der Tobi Schweinsteiger, dem Erfen spielt den Ball quer. Wenn er das besser macht oder wenn er ihn selber macht, dann steht es 3:1. So läuft es ja dann mal, dass man dann das 2:2 noch bekommt und dann habe ich gedacht, dann spielen wir unentschieden, nehmen wir den Punkt mit und in der letzten Minute, Sekunde werden wir dann noch belohnt. Freue mich nur für die Jungs. Jetzt schauen wir, dass wir zu Hause dann gegen Erfurt nachlegen können und dann, glaube ich, haben wir die Durchstrecke überwunden. Danke. Ja, danke, Markus Weinzierl. Damit kommen wir zu den Endständen der übrigen Partien. Wacker Burghausen, Karl-Zeiss Jena 2:3. Babelsberg schlägt Heidenheim 4:3, Hansa Rostock unterliegt Bayern München 2:0 und Rot-Weiß Erfurt und der SV Wiesbaden trennt sich 0:0. Weiter im letzten Heimspiel Ausgleich gegen Bayern in der 90. Minute. Heute steht man ohne Punkte da. Die Partie heute ungleich bitterer als damals gegen Bayern? Vom Ergebnis auf jeden Fall. Mir wäre ein Punkt lieber gewesen wie gar keiner. Wobei ich den Spielverlauf sicherlich so sehe, dass ich denke, dass wir sehr gut begonnen haben. Ich denke, Chancenverhältnis war in den ersten 20 Minuten 4:1 für uns. Der Gegner hatte diesen Kopfball von Schweinsteiger, den Tim von der Linie kratzt, aber wir hatten natürlich auch sehr gute Chancen. Oder Robert zweimal frei vorm Torwart steht und ich fand auch zu dem Zeitpunkt folgerichtig und auch verdient. Die 1:0 Führung, was Regensburg auszeichnet, ist, dass sie oft wenige Chancen brauchen und der Fehler von Benny Barger auf der Außenseite, wo wir nicht nachgeschoben sind, hat die Lücke aufgemacht und wurde eiskalt zu dem Zeitpunkt für mich glücklich 1:1 für Regensburg dann in die Anfangsphase reingeschossen. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, das Gegentor hat uns einen kleinen Knick gegeben und Regensburg wurde dann besser und von daher glaube ich, konnte man dann auch sagen, dass der Halbzeitstand schon verdient ist. Die zweite Halbzeit habe ich auch uns am Anfang stärker gesehen, wo wir nicht die ganz großen Chancen hatten, aber trotzdem, glaube ich, ein Stück weit mehr vom Spiel hatten. Ähnlicher Verlauf, dass wir sicherlich bei dem zweiten Gegentor in der Abwehr nicht gut aussehen und uns durch einen einfachen Vertikalpass da ausspielen lassen. War schmerzhaft, aber wir konnten nochmal antworten durch das Tor von Robert. Was dann passiert ist, klar, müssen wir diese Saison einfach mitleben. Ich glaube, dass das schon faul war von Robert Lechleiter, aber ich glaube, in den vorangegangenen oder 16 Spielen wurde er gefühlt 7000 Mal gefault. Und er will zum Ball, kommt zu spät, faul, gelbe Karte, kein Problem. Aber da eine rote Karte zu zeigen, ist Wahnsinn für mich. Und würde mir auch mal wünschen, dass wir auch mal in Überzahl dann eine halbe Stunde so etwas spielen können. Also habe ich kein Verständnis dafür. Aber wie gesagt, wir haben dieses Spiel heute vergeigt. Müssen wir uns eine eigene Nase fassen, aber das möchte ich doch ganz klar feststellen, dass für mich da die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt und gerade unsere Stürmer, die eigentlich besser geschützt werden müssen, da noch am Ende die Leidtragenden sind, muss ich einfach auch mal ein Wort drüber verlieren. Das Ende des Spiels war mal dann zu sehen, dass wir dann natürlich mit dem Mann weniger ein bisschen hektisch wurden und auch ein bisschen natürlich auch ein Mann weniger aus der Ordnung gehen mussten. Regensburg hatte dann nochmal gute Chance und am Schluss, okay, war natürlich vom Daniel doof, den Ball auf den Boden zu legen. Aber er trifft Schweinsteiger an beiden Händen. Er hat es eben nochmal angeschaut, das war ein klares Handspiel. Aber Schiedsrichter hat es halt nicht gepfiffen und der hat es nämlich super gemacht, gleich aus der Drehung den Ball hinten reingeschossen. So muss man natürlich sagen, für uns sehr unbefriedigend das Ergebnis. Das tut natürlich auch weh zu Hause, aber ändert ja an der grundsätzlichen Situation nichts. Ich habe es ja immer wieder betont, dass wir
uns bis zur Decke strecken müssen, wenn wir in dieser Klasse bleiben wollen. Und das werden wir weiterhin versuchen. Die Mannschaft ist natürlich zutiefst enttäuscht. Und ich habe Ihnen aber gesagt, dass wir damit anfangen, seine eigene Nase zu packen und viele Dinge, die wir heute so gut gemacht haben, wieder besser zu machen, wie das auch in den letzten Wochen dann der Fall war. Vielen Dank. Ja, danke Rainer. Und damit die Möglichkeit für Sie, liebe Kollegen, Fragen an die beiden Trainer zu richten. Bitte nutzen Sie dafür unser Mikrofon. Rainer, wie kann man denn solche individuellen Fehler jetzt aufarbeiten? Also wir haben uns gerade auch mit den Kollegen hier unterhalten. Der Daniel Bernhard hat jetzt zuletzt wirklich tolle Spiele gemacht und auch viele Punkte schon gerettet. Aber wie es auch der Kollege gesagt hat, in dem Fall, er hatte ja zwei ähnliche Szenen schon zuvor, wo er beim Abschlag auch weggerutscht ist. Wie geht man mit sowas jetzt um? Das sind Erfahrungswerte, die die Spieler sammeln müssen. Ich glaube, es strickt niemand, wenn er gefragt wird, ob er so eine Phase erleben möchte. Ich habe auch genau meinen Spruch, das ist im Fußball so. Gestern kriegst du das Denkmal gestellt und morgen das Grabmal. Das ist so. Und Daniel erlebt es jetzt. Natürlich, ich habe gesagt, das war ein Fehler, das Ding so zu machen. Aber klar, er muss damit umgehen, er weiß es selbst. Ja, natürlich sagt er auch, er hat noch an die Hand geschossen. Ich habe gesagt, ja, unwichtig, er hat es nicht gepfiffen, wenn du den Ball aus der Hand wegschlägst. Aber gut, wird noch öfters gehen. Also ich habe in meiner Karriere auch 5000 Fehler gemacht und dann wieder 5000 gute Dinge. Das wechseln halt immer wieder ab. Und das hört mein Kollege ohne danach gehen in seiner Mannschaft, dass er Spieltage hat, wo sich die Mannschaft oder Einzelne halt, wie schon sagen, naiv anstellen oder nicht. Wir sind, das wissen ja alle, sicherlich nicht zur Drittliga erfahren. Schon Bernhard auch seine erste Drittligasaison und er hat bisher Gutes geleistet. Von daher gibt es keinen Grund, ihn zu verdammen. Aber er muss natürlich, wie wir alle, immer wieder dann aus diesen Szenen lernen. Heute tut es natürlich richtig weh, das war sehr schmerzhaft. Aber vielleicht ist das dann auch der richtige Weg, dass man solche Dinge noch schnell und noch schneller aufnimmt und dazulernt. Gibt es weitere Fragen?